50. Gegenstände platzieren. Thank you.
schauen, was die verkaufen dort. Dass ihr alle zur Bürgerversammlung gekommen seid. Auf der heutigen Tagesordnung steht die nächste Runde der Friedhofsreinigung. Wie ihr alle wisst, gab es nach unserer letzten Bürgerversammlung heftige Regenfälle, die unserer Stadt schwere Schäden zugefügt haben. Pablo und sein Bruder haben wirklich hart gearbeitet, um die Kanalisationsrohre überall in der Stadt frei zu machen. Ihnen gab es keine fürchterliche Überflutung. Der Etat dieser Saison wird auch dafür verwendet, das undichte Dach des Gemeindezentrums zu reparieren. Letzter Tagesordnungspunkt auf dem Friedhof ist sehr viel Moos und machen wir uns nichts vor. Ich brauche Freiwillige. Wer ist dabei, Leute? Oh toll, danke. Dann sehen wir uns morgen 10 Uhr vormittags. Die Sitzung ist vertagt. Also morgen um 10 Uhr. Pablo, geh noch nicht. Dieser Mann hier meldet sich immer als erster freiwillig. Was für ein guter junger Mann. Bitte schön, Sohn. Isst etwas von meiner Fischsuppe. Ich habe viel davon gekocht. Danke, Bürgermeister. Ich versuche nur, meinen Beitrag zu leisten. Wenn ich etwas habe, dann ist es unbegrenzte Zeit. Verzeih mir, dass ich nicht mehr beisteuern kann. Sieh dich nur an, mein Lieber. So bescheiden. Aber so darfst du nicht denken. Im Gegenteil, sei dir im Klaren darüber, was du der Gemeinschaft gegeben hast. So viel. Wie weise, das so zu betrachten. Es ist immer toll, die Sichtweise erfolgreicher Menschen zu hören. Ach du, immer ein Kompliment auf den Lippen. Haha, darf ich euch Pablo vorstellen? Sieh deine Schuhe aus, bevor du zu Bett gehst, Taro. Nicht, dass du die Decke schmutzig machst. Danke, das ist nützlich. Wer hier frisches Kokosnusswasser erwartet, wird enttäuscht. Aus fermentierten Tablettern in Massen trinken.
noch eine Reihe frei. Ein bisschen Kupfer. Schon das Loch. Tschüss. Springen. Gehen wir nach Hause.
Und schlafen gehen. Morgen um 10 Uhr am Friedhof.